darauf aufmerksam machen, dass hier noch der offene Brief von Präsident Maduro unterschrieben werden kann und soll. Jeder, der es noch nicht gemacht hat, kann hier gerne während der Kundgebung oder danach hierher kommen und unterschreiben. Es liegt auch in der Botschaft eine Unterschriftenliste weiterhin aus bis 17 Uhr jeden Werktags. Und außerdem liegt auch im Korb Antikriegscafé in der Rossstraße 3 in, am Alexanderplatz dasselbe aus. So, liebe Leute, ich möchte euch jetzt den nächsten Redner vorstellen. Das ist André Scheer, Journalist bei der jungen Zeitung Der Junge Welt und Webmaster der wunderbaren Website Red Globe. Und so ist er daran beteiligt, ein bisschen Gegeninformation gegen diese widerlichen Medien der westlichen Medienlandschaft hier da entgegenzusetzen. André, ich freue mich, wenn du... Danke. Schönen guten Nachmittag. Unsere Kollegin Modaira Rubio, die Korrespondentin der Tageszeitung Junge Welt in Caracas, hat mich eben gebeten, gerade direkt im Kontakt, euch die ganz herzlichen solidarischen Grüße aus Venezuela von vielen, vielen Millionen Chavistas und Sozialisten in Venezuela zu übermitteln. Sie hat mir auch eben mitgeteilt, und das gebe ich euch direkt weiter, weil wer weiß, was wir heute Abend in der Tagesschau zu sehen bekommen, dass es eben vor etwa einer Stunde einen Zwischenfall an der Grenze gegeben hat, an der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien, die ja seit gestern Abend geschlossen ist, um Zwischenfälle zu vermeiden. Wie Telesur berichtet, ist ein Fahrzeug von venezolanischer Seite aus kommt, hat ein Fahrzeug versucht, die Grenze Richtung Kolumbien zu durchbrechen. Das ist verhindert worden, und zwar, haltet euch fest, von den venezolanischen Sicherheitskräften. Das ist offensichtlich ein Versuch mit Provokation, mit gefälschten Beweisen, ähnlichen, genau die Bilder zu provozieren, die John Bolton, die Donald Trump und anscheinend auch Heiko Maas gerne haben wollen, um ein militärisches Eingreifen, eine militärische Aggression gegen Venezuela begründen zu können. Wir müssen ganz klar festhalten, die Sache oder die Lage in Venezuela ist die Sache der Venezolanerinnen und Venezolaner und von niemandem anderem sonst. Man muss mit Maduro nicht einverstanden sein. Warum auch? Man muss mit der Regierungspolitik nicht einverstanden sein. Und man kann auch von hier aus sagen, warum ist diese Politik so oder so und was ist daran falsch? Oder warum ist das und das richtig? Aber Nicolas Maduro ist der gewählte Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela und da kommt niemand daran vorbei. Und der rechten Opposition, den großen rechten Oppositionsparteien in Venezuela, muss man einfach mal das Grundrezept offensichtlich nochmal in Erinnerung rufen. Um gewählt zu werden, muss man kandidieren. Und zu kandidieren, muss man die gesetzlichen Vorschriften erfüllen, die für eine Kandidatur notwendig sind. Man stelle sich mal vor, hier bei der Bundestagswahl schafft eine Partei nicht, die vorgeschriebenen Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Erklärt daraufhin, dass die deutsche Diktatur ihnen ihre Kandidatur verhindert hat. Und daraufhin stellt sich hier jetzt jemand, gibt bestimmt jemand, der sich freiwillig macht, hin und sagt, ich erkläre mich, da haben wir zum Beispiel jemanden, ich erkläre mich jetzt zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt warten wir nur doch darauf, dass dann Sommer Wladimir Putin und Xi Jinping ihn anerkennen. Ich gratuliere dir zur Amtsübernahme. Das finden wir, oder fänden wir absurd. Warum soll dann diese Selbsternennung für heute vor einem Monat durch Juan Guaido nicht ähnlich absurd sein? Mit welchem Recht wird jemand, der einige 10.000 Stimmen als Parlamentskandidat bekommen hat, zugesprochen, er sei legitimiert, sich zum Übergangsstaatschef eines Landes zu erklären? Aber okay, nehmen wir das mal für einen Moment ernst.
Glauben wir einfach mal für einen Moment, dass das Vorgehen von Guaido durch die venezolanische Verfassung gedeckt ist, nach Artikel 233, wie Heiko Maas, Cem Özdemir und wie sie alle heißen im Bundestag uns ja immer gerne erklären, dass es damit gedeckt sei. Okay, dieser Artikel legt fest, dass, wenn kein Präsident da ist, der Parlamentspräsident übergangsweise das Amt des Präsidenten übernehmen darf. Und zwar, um innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen zu organisieren. Okay, selbst wenn wir es ernst nehmen. Lieber Juan Guaido, heute hätten die Wahlen stattfinden müssen. So, da das nicht passiert ist, okay, Problem erledigt, du bist weg. Wen macht ihr denn jetzt als nächstes? Macht ihr direkt Donald Trump? Macht ihr John Bolton? Macht ihr Ivan Duque? Oder wen ernennt ihr jetzt zu eurem Präsidenten? Es wäre zumindest ehrlich, wenn ihr gleich Donald Trump ernennen würdet. Unsere Solidarität gilt den Menschen in Venezuela, den Menschen, die in schwierigen Situationen leben. Man muss aber klar sagen, wenn man auf der einen Seite von humanitärer Hilfe spricht, auf der anderen Seite aber Sanktionen, Strafmaßnahmen gegen ein Land verhängt, dass dieses Land in den letzten Jahren 300 Milliarden US-Dollar gekostet hat, dann ist das beschämend, dann ist das widerlich und dann sollten diese Leute ganz, ganz, ganz schnell dahin abhauen, wo sie hingehören, in die Jauchegrube der Geschichte und das Volk Venezuelas in Ruhe lassen, das seine Probleme sehr wohl alleine lösen wird. Wie das weitergeht, diese Werbung erlaubt mir noch, werdet ihr in der jungen Welt auch in den nächsten Tagen und Wochen weiter lesen werden. Danke euch.